is grim news from the tower. Voss has learned that a large group of Magnus's guardsmen have gone missing. He believes they might have pursued the cultists into the sewers during the attack. Then they are in dire peril. The sewer is a maze of twisting tunnels. They could easily have gotten lost, or worse. Someone needs to find them and try to get them out. If the cultists haven't trapped them yet, it's only a matter of time. Gut zu wissen. Aber da, wie gesagt, da warte ich lieber, bis ich mal Endlevel bin und dass ich dann erst wirklich Sachen kaufe, weil dann zahlt sich erst recht mehr aus. Da hebe ich es mir lieber auf. Ihr könnt meiner Meinung nach wirklich ein bisschen an Spur schneller könnt ihr gehen. Eine Spur schneller. Viel nicht, aber wenigstens ein bisschen schneller. Ich finde das Feeling gerade irgendwie urgeil, so die Stadt gerade eher Hexenjägermäßig unterwegs. Top. Hat urgeile. Hat ein richtig geiles Feeling. Richtig geiles Feeling hat das einfach. Was mich aber interessieren würde, ob du auch, wenn du mit einem anderen Charakter gestartet hättest, ob du auch von da beginnen würdest. Ah, oh, wie der Controller gleich mal repariert. Perfekt für eine Muschi. Oh, da wollen sie aber wissen, du Steppert. Oh, da kommen gleich mehrere dazu. Das schaut schon gut aus. Weit kommst du mir da nicht? Wenn dann den schon jeder wird mehr gehen. Gib ihm. Alter, weißt du, was dann zerfetzt wird währenddessen? Wenn der Sushi da ist. Da wird dann WandaVision zerfetzt. Bin gespannt, Alter. Voll die neue Fähigkeit. Was? Eine extra Fähigkeit wie... Okay, ich kann Schaden machen. Okay, ist in Ordnung. Ich habe mir jetzt gedacht gehabt, Alter, dass ich... Okay. Gerade bei so einem Boss? Beim Boss fühle ich's. Danke Digi. Ja, OP kann ich jetzt nicht wirklich, ich sag jetzt einmal ja, definitiv, es fühlt sich für mich OP an, ist halt aber auch nur die Frage, wie hätten sich die anderen Charakter angefühlt. Und das geht's mal. Wenn das Gefühl, schön eingegangen, bist deppert. Wart, wechsel. So, wieder die Pistolen und tschüss. Es kommt halt immer drauf an, wie die anderen Charakter gewesen wären. Weil wenn ich da auch noch mehr Erfahrung gehabt hätte, hätte ich da sagen können, ob der jetzt extrem OP ist oder nicht. Aber er fühlt sich gut an, er fühlt sich wirklich gut von der Hand an. Also, ich muss definitiv sagen, ich weiß jetzt nicht, was das jetzt für ein Schwierigkeitsgrad ist. Aber ich nehme mal an, so der Standard-Normal-Schwierigkeitsgrad. Moin Digi! Der normale Standard-Schwierigkeitsgrad. Muss ich sagen, bis jetzt habe ich mich noch nicht einmal heilen müssen. Fühlt sich wirklich angenehm an. Danke. Boah, da muss ich gleich den Witcher spielen. Boah. Oh, da sind schon wieder die Witcher-Vibes am Start. Ich liebe es so sehr, The Witcher. Allein schon, wenn der da so seine Runde macht und er tut einfach across the map mäßig einfach alle haben dran. Schönes Gefühl. Geht locker flockig von der Hand. Wirklich sehr schön. Voll. Schauen wir sie gleich mal an. Wir haben da wieder ein paar Sachen neue dazu gekriegt. Gerade wieder so ein paar blaue Sachen. Interessant. Hat mir eigentlich gewundert. Gerade mal wieder was Blaues und dann ist es nichts Gutes. Ah, schönes Gefühl. Hui. Sehr, sehr schönes Gefühl. Und
gespannt, wie der Endcontent ist. Ob der gut ist oder nicht. Weil gerade bei so welchen Spielen ist es halt immer sehr wichtig, gutes Endcontent zu haben. Ah, oh, perfekt, Iggy. Und gönnt sich trotzdem Dodo. Maschallah. So, in welche Richtung gehen wir am besten? Ist eigentlich eh wurscht. Oh, ist doch nicht wurscht. Ist doch nicht wurscht. Können wir die eine oder andere Falle hier legen? Passt schon. Ich werde mal ein paar Punkte sammeln, man weiß ja nie. Ich gehe mal so. Gehen wir mal so. Vielleicht finden wir irgendwas Gutes. Irgendeine Truhe wäre nice. Oh, schön erwischt. Mit der Falle. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bis deppert. Wow. Wieso habe ich das Spiel erst jetzt begonnen? Ich fühle es. Kann man aber auch gut forschen, dass wenn es beim Bosskampf, wenn ein Bosskampf stattfindet, Fickerei des Todes. Danke, Digi. Oh, gib ihm. Zack, zack, zack und tschüss. Ja, gleich mal einsammeln, die ganze Scheiße da. Sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was haben wir denn da oben? Eh nur den armen Wichser, gell? Weißt, auf was ich mich umso mehr freue? Und das liebe ich, gerade bei so welchen Spielen liebe ich's, wenn du siehst, 10k, 100k, 1m, 2m. So was liebe ich so extrem. So welche Games. Falle aufstellen, ihr Missgeburten. I need to recharge my weapons first. Oh, du hättest schon wenigstens eine hupfen können, du Huren, du. Der hätte ruhig eine hupfen können, gell? Das ist ja Frechheit. Oh, mal wieder in die Kanalisation. Das halbe Spiel wird nur verbracht in der Kanalisation. Ah ja. Die Falle ist extrem praktisch, bist deppert. Boah, gut, gute Nummer. Aber die ist noch besser, die Attacke. Die verbraucht zwar, aber sie verbraucht zwar viel Energie oder Magie oder was für eine Scheiße das nun mal ist, aber das ist es wert. Gerade bei so vielen Gegnern ist es sowas von wert. Warhammer Chaosbane. Ich habe mir in dem Fall die Slayer-Edition geholt. Die PS5-Version. Und das gespielst auf dem Controller. Das gespielst. Der repariert oder wie ein Reparator oder wie so ein Neger-Reparator. Bist du deppert? Boah. Ich merke so richtig, 40 cm sind sicher dabei. Wieder neue Fähigkeit. Mashallah. Erstmal zur Truhe. Ganz wichtig. Oh, wie lieb, die schaffen es ja nein einmal zu mir. Ah, der macht so einen automatischen. Aha, okay. Finde ich halt nur interessant, denn das könnte ich halt dann so wechseln und der ist dann vielleicht das Dauerwaffe nehmen. Aber der Rückfahrer immer so ein bisschen weiter hintere, ist halt immer die Frage. Brauchst du sowas oder nicht? Aber da kann man wenigstens die X-Taste oder die R1-Taste dann dafür dann wieder wechseln für eine andere besondere Attacke. Die was halt nicht so standardmäßig ist. Aber die ist schnell. Ach die? Ja, irgendwie die R1-Taste. Also die Attacke taugt man nicht so wie die. Obwohl schadenmäßig halt natürlich besser ist, aber ich fühle sie nicht so. Diesmal zu steif. Ja, diesmal definitiv zu steif. Mit derer kann ich so machen und mit derer auch, aber diesmal zu steif. Diesmal nicht so wendig genug.
Fühle ich. X. X ist viel besser als wie die R1-Taste. Auf alle Fälle. Da weiß ich schon in Zukunft, was dann austauscht wird. Ja, machst halt natürlich umso mehr Schaden, aber mir kommt es auf das Wendige an. Dass ich dann gleich sofort auf den einen oder anderen dann wieder hinschalten kann. Das ist mir in dem Fall dann wichtiger. Ich glaube, man weiß schon, was ich meine. Hoffe ich mal zumindest. Also geldmäßig, da wird schon ordentlich was aufgedroppt. Bist du narrisch? Heilung habe ich bis jetzt noch immer nicht aktivieren müssen. Auch nicht so zwider. Wieso habe ich das Gefühl, dass hier gleich der erste Bosskampf stattfindet? Zu großes Areal. Irgendwie, meiner Meinung nach. Zu großes Areal. So, nächste Truhe. Ah, super, dass du es einfach aufgeschrieben hast. Ja, weil ich so sage, aber im Titel soll es normalerweise eh auch stehen. Aber dennoch. Super, dass du es nur extra hinschreibst. Hätte ich wirklich gedacht, dass da irgendwie so ein Boss ist. Hätte ich irgendwie gefühlt. Irgendwie so ein größerer Bereich etc. Da muss ich gleich mal meine Falle aktivieren. Das kann ich nicht so stehen lassen. Nicht, dass ich Erm zufällig triff oder so. Nein, der liegt da. Und krepiert der Huren. Das ist eigentlich auch wie der eine Haber, den wir so schon einmal gerettet haben. It's over now. Conserve your strength. I'm gonna get you out of here. Genau. They took them. Anyone still able to walk? Dragged them, screaming, into the darkness. Forget about me. Find the others. Das Game fühle ich extrem, bist deppert. Vielleicht sind es auch aber auch die Vibes einfach von Diablo, aber ich fühle es. Das Game fühle ich. Macht wirklich Bock. Wirklich Bock, wenn du sagst, du hast jetzt einmal momentan auf nichts anderes Lust. Von den ganzen Games, die was ich halt aktuell stream. Sehr häufig. Perfekt. Ist es wirklich eine sehr angenehme Abwechslung. Eine sehr, sehr schöne, angenehme Abwechslung. Gehst einfach herum, tust ein bisschen spazieren, musst dich nicht auf irgendwas fokussieren, gehst einfach nur hier, tust da ein bisschen merzeln, da tust du ein bisschen merzeln. Das war's schon. Super. Oh, das Höschen passt genau perfekt dazu. Nee, muss jetzt nicht sein. Okay, ist halt die Frage, was haben wir da für Stats? Kritischer Schaden und Kostenreduktion. Ui. Das nehme ich safe. Das klingt besser als wie das andere. Alter, der schießt noch dazu. Okay, bei der Rolle schießt du noch extra, das ist geil. Siehst du schon bald meine 1000 Schaden. Maschallah. Aber voll gemütlich, bist deppert. Voll gemütlich. Du tust jetzt gerade ein bisschen zu sehr loben. Ich weiß nicht, ob das die anderen Leute auch gerade so fühlen, aber ich fühle es extrem gerade. So richtig schön. Ein bisschen was zum Abschalten, einfach nur von A nach B gehen, ein bisschen merzeln, ein bisschen eine Geschichte. Super. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, so um 3 Uhr in der Früh, könntest du aber vielleicht auch einschlafen. Da werden wir sicher. Da wird uns sicher ordentliche XP mal wieder geben. Wird schon passen. Alter, unter der Statue, der wird gemerzelt bis zum Geldnehmer und die genießen da.
und verbringe ihr Leben, Alter, wie Haus und Braus. Aber Wahnsinn mit einer. I found the soldiers. They had been lured into an ambush and most of them were killed. The cultists took the rest. The men were alive when they were taken? Yes. Which can only mean one thing. They are going to be used as sacrifices, offerings to the Lord of Pestilence in exchange for more power. We must do everything we can to prevent this. Go and make whatever preparations you require. Then return to me as soon as you are ready. Na, überhaupt nicht, Digi, überhaupt nicht. Chill, chill, alles okay, alles okay. Ui, Erfahrungspunkte mäßig und Stufe 7. 150 Goldkronen. Sehr schön. Und Sammlergilde freigeschalten, was ich auch immer damit machen soll, aber Sammlergilde, yay! So, sonst haben wir nicht wirklich irgendwas dazu gekriegt. Schade, 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 schade. Sag mal her, was hast denn du da? Okay, da haben wir unsere Fähigkeiten. Fun-Fertigkeiten, interessant. Okay, das siehst du dann mit Stufe 8, 12, 12. Interessant, interessant. Verfügbare Punkte, 7 von 26. Und da muss ich das auch. Da muss ich, brauche ich auch Fertigkeitspunkte, 4. Aber dachte gehabt, vielleicht kann man das auch verstärken oder so. Boah. Oh ja, kann man eh, kann man eh, kann man eh. Bisteppert. Alter, die oder die Attacke dann auch noch verstärken. Boah, fühle ich, fühle ich. Ich würde gerade sowieso so diese Standardattacken müssen sein. Müssen sein. Da gefällt mir dann schon. Da gefällt mir dann schon. Okay, da haben wir Goldkronen, das siehst du auch, wenn du dann mal wieder die nächste Stufe erreichst. Wie viel Schaden, schaust du auf kritisch, kritischer Schaden, Wir haben jetzt, haben wir nicht mit 90 begonnen, nein, mit 40 glaube ich haben wir begonnen, aber mit 90. Ist ja wurscht, aber jetzt haben wir schon mit Angriff 347. Gefällt mir, gefällt mir. Passt. Leon, damit würde ich aber auch sagen, ein kurzes Päuschen, Essensbäuschen. Ich glaube, wir sehen sich dann ungefähr eine Stunde und ich würde sagen, haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao!